Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren War Thunder Video. Dieses Mal wieder ein Video aus dem Auflevelings- oder Auflevel-Prozess. Und wir sind wieder mal auf Dschungel, wie immer eigentlich. Weil das die Map ist, die ungefähr in 95% aller Fälle aufgeht. Schauen wir mal, was uns dieses Mal erwartet. Wir preschen natürlich direkt vor. Und hier kann man auch wunderschön die Grafikeffekte von War Thunder sehen. Den Rauch und so weiter. Ich weiß, dass YouTube das immer extrem stark komprimiert. Das heißt, das Video sieht dann deutlich, deutlich schlechter aus. Und gerade bei Rauch und so weiter ist die Artefaktbildung deutlich stärker. Aber lasst es mich euch sagen, in meinem Grundfootage von der Aufnahme sieht es fantastisch aus. Und auch was ich mir gerade angucke, sieht fantastisch aus. Die finde ich auch ein bisschen over. Blödes YouTube. Aber ja, was will man machen? Mehr als meine Render-Settings, die ich habe, die ich mal in einem Video gezeigt habe, kann ich leider nicht verändern. War Thunder sieht leider meistens, ist mir aufgefallen, deutlich schlechter aus als andere Spiele. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht, aber ist halt so. Gut. Wir brechen vor. Wir haben hier dieses Mal 3 Punkte. Manchmal gibt es ja 2, manchmal sogar nur 1. Ich will jetzt auch dabei sein. Soweit ich weiß, einer ist dann genau in der Mitte. Das finde ich ganz gut, dass sie da so ein bisschen variieren, muss man sagen. Wir sind, ich glaube, das müsste Realistic sein oder das ist Arcade. Werden wir gleich sehen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Also, nee, und hier ist auch eine ganz gute Campingposition. Also, wenn ihr, wenn jetzt nicht diese 3 Punkte da sind, sondern sozusagen nur 1 Punkt, dann ist das eine gute Campingposition, um mal so ein bisschen den Punkt im Auge zu behalten, weil gerade sich auf der gegenüberliegenden Seite gerne Gegner so ein wenig verschanzen und ein wenig gucken und da kann man dann die relativ leicht ausnocken. So. Das sind auch schon die ersten Ziele, ein T50 und ein T28. Ja, ist eindeutig Realistic. Beim T50, wenn möglich, auf die Luke zielen, da ist ein KI-Gegner, ihr seht ja so ein bisschen die Luke, ja, wo man dann frontal ein bisschen drauf schießen kann, da kommt man dann meistens durch und wir sind durchgekommen, haben den Gegner auch direkt zerstört und haben auch sofort Fahrer und Loader ausgenockt. Hier zeigt man uns gerade ganz schön die Rückseite vom T28 und da sind wir auch schon direkt ausgenockt worden. Das ging relativ fix, muss man sagen. Aber ja, passiert leider manchmal. Einen Respawn haben wir ja Gott sei Dank noch. Manchmal hat man auch in Realistic sehr leicht Pech. Gerade bei den Deutschen, die Fahrerluke und so weiter, also der Fahrerschlitz vielmehr, wo der Fahrer vorne rausgucken kann, ist ein eben sehr, sehr einladendes Ziel. Und dadurch, dass die frühen deutschen Panzer halt 0% angewinkelt sind, haben es die Sowjets natürlich deutlich leichter, muss man ganz ehrlich gestehen. Muss man halt ganz klar so sagen. Die Sowjets sind halt gerade den Beginner-Tier ist nicht besser, das würde ich nicht behaupten. Bis auf den T-34, oh mein Gott, ich kriege noch mal Albträume von dem. Aber ja, aber manche von denen sind schon im Vorteil. Also gerade der KV-1 ist schon ein Biest. Also da ist man als Deutscher manchmal echt aufgeschmissen. Da hat man echte Probleme. Aber ja, ich glaube, das müsste... Ich bin mir nicht sicher, ob es das Video ist. Das kann ich leider gerade nicht sehen. Schauen wir mal, ob es das Video ist, wo ich sozusagen in den Cap Circle gehe. Ansonsten ist es ein anderes. Ich habe so viele Videos aktuell in der Pipeline, die im Hintergrund warten, nachkommentiert zu werden, dass ich mir da nie so ganz sicher bin. Artillerieschlag ist immer ganz schön, muss man sagen. Wir treffen auch. Ja, das ist das Video. Das ist eine total tolle Position, wenn ihr einen Cap Circle habt, der von den Gegnern eingenommen ist. Ihr braucht einen Panzer, der da hochkommt. Ihr seht, das ist nicht einfach. Aber das ist eine fantastische Position, um den Gegner zu flankieren. Weil meistens sind die Leute auf die, ihr seht das, jetzt seht ihr das. Die Gegner sind meistens links auf die Straße fokussiert und ihr könnt hier hochfahren. Und wenn ihr eine dicke Kanone habt oder eine Schnellfeuerkanone, schaut es euch an. Die Gegner bemerken euch noch nicht mal, das ist so geil. Aber das muss ich sagen, das ist halt auch ein bisschen schwierig, denn ich weiß nicht. Ich schieße halt auf die Seite vom T28, glaube ich, 4-mal oder so drauf, bis er irgendwann mal drauf geht. Also das ist irgendwie ein bisschen witzlos, ich weiß nicht, was da passiert.
Das dritte Mal jetzt schon, glaube ich, und jetzt ist das vierte Mal, jetzt stirbt er endlich. Und ihr seht es, die Gegner, jetzt der T-34 Prototyp hat mich bemerkt, deswegen, ja, direkt Artilleriestellag runterregnen lassen. Und das war wirklich hier alleine gegen alle. Das war wirklich cool, das war wirklich ein cooles Gefecht. Ihr seht, der T-34 Prototyp versucht mich ein bisschen, ja, anzugreifen. Ich winkel mich so ein bisschen an. Und ich ziehe die auf die Fahrerluke. Jetzt hier hinten auf die Seite. T-34 von vorne ist halt schon echt ein krasses Teil. Deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen um die Ecke. Da kommt jetzt ein T-28 direkt wieder zurück. Haben den Fahrer ausgenockt. Das heißt, der Gegner ist direkt tot. T-28, Bams. Jetzt kommt auch noch einer von hinten, schießt uns ins Heck. Werden wir es überleben? Zweiter Schuss auf den T-28. Angewinkelt. Wir leben noch. Bam! Nächster Kill. Und dann direkt hinten drauf, auf den anderen T-28. Und One-Shot, Glück gehabt. Wie ihr seht, wir haben hier oben richtig gerockt. Vier Gegner haben wir ausgeschaltet. Oder drei. Drei oder vier Gegner, ich glaube drei waren es. Es hat sich richtig gelohnt, da ist ein anderer T-28 leider ein bisschen drüber gezielt. Vielleicht kriegen wir den auch noch, aber leider nein. Ja. Schade, aber war trotzdem cool. Also ich habe diese Stelle, lohnt sich wirklich, ja, muss man ganz klar sagen. Da kann man auf jeden Fall hochfahren. Jetzt habt ihr sie mal gesehen, lohnt sich durchaus den Gegner dort zu flankieren. War ein relativ kurzes Video, ich hoffe dennoch, dass ihr Spaß hattet und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dann.